Hallo, ihr schroffen Jungs und Mädels, und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Cosmo Tank, einem relativ selten gehörten Titel, ne, aber gewünscht von Böhmef. Die haben sowieso immer so abgefahrene Wünsche hier auf die List of ID Klo gesetzt. Deswegen schönen Dank für den Wunsch und ich freue mich, das heute mal anzuchecken. Ein nur in Japan und Nordamerika erschienenes Spiel und über eBay gar nicht mal so schwer zu bekommen, wie ich gesehen habe. Allerdings passt beim Preis auf, ne? Dazu aber gleich mehr. Wir gucken ja überhaupt erstmal, ob das überhaupt ein paar Euro wert ist, das Ding, ne? Aber der Soundtrack hört sich richtig schön an. Ich höre das gerade so ein bisschen Metal-mäßig, so wie bei Mega Man zum Beispiel auch gerne mal. So Songs, die man auch gut auf der Gitarre oder so mit dem Schlagzeug nachzocken könnte. Da hätte man einen schönen Metal-Song. Oh, schon wieder aus. War anscheinend nur ein kurzer Jingle. Ja, aber auch hier, ne? Auch das könnte man gut auf der Gitarre spielen. Sehr schön. Wir haben ja einen Quest-Mode, einen Trainings-Mode und einen Versus-Mode. Ich hoffe, wir gucken mal so ein bisschen in die ersten beiden rein. Der Versus-Mode geht wahrscheinlich nur zu zweit, denke ich mal. Und ich habe schon gelesen, man steuert das entweder aus der dritte Person-Perspektive oder auch aus der Ego-Perspektive, je nachdem, wie das Level es so erfordert. Und ich hoffe, wir sehen beides auch mal. Ja, aber erstmal gucken, worum es hier geht. Ist übrigens ein Gameboy-Exklusivtitel, also gibt es nicht auf anderen Systemen. Destroy the life course of each planet. Okay, also wir sollen alles Leben vernichten. Oh, da kommt aber schon einiges an Leben an. Oh, okay. Mit A zünden wir anscheinend so eine Bombe. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist da unten dieses Icon auch schon einer weniger geworden. Oh, die krabbeln mir aber schon ordentlich nach hier, diese Käfers. Fieses Gefieche. Oder es sieht mir aber nicht so aus, als ob ich die alle wegmachen müsste, sondern wahrscheinlich muss ich irgendwie deren Basis oder so. Aber die kommen ja aus allen Ecken und das sieht wirklich so ein bisschen aus. Uah, was ist das denn hier? Als ob die auch ständig so respawnen oder so. Ah, okay. Ich habe nicht nur One-Hit und dann bin ich tot, sondern man hat anscheinend... Man hat oben noch so eine Energieleiste. Ne? Ja, dann fahren wir mal hier auf die Plattform. Ah, da haben wir ein nettes Mädel. Was sagt die uns? Use bombs to destroy the wall. Welche Wand? Die hier? Na, die anscheinend nicht. Da sind schon wieder die Käfer. Die sehen ja auch ganz schön fies aus. Aber irgendwo muss eine Wand sein, die ich mit meinen Bomben wegmachen kann. Sie hat mir aber leider keine neuen Bomben gegeben. Das wäre mal schön gewesen. Falls ich übrigens... Ach, guck mal hier. Diese Wall natürlich. Ah, bam. Na, guck mal, da ist die Wand auch schon wieder. Wir haben also diesen einen Gegnerschwarm schon mal hinter uns gelassen. Und da ist eine Höhle. Rein da. Da ist die Ego-Perspektive. Ich glaub's ja wohl. So geht's nach vorne. Ach, guck mal. Okay, ich will immer das Sichtfeld höher machen, aber es geht natürlich nicht im Gameboy. Wir drehen uns mal. Das ist ja interessant gemacht, ne? Oh, ich habe schon wieder eine Bombe gezündet. Jetzt haben wir keine mehr. Eine noch. Okay. Ja, interessant, ne? In den Höhlen Ego-Perspektive. Habe ich jetzt einfach umgedreht oder was? Oder sind wir jetzt wieder... Kann ich mit Start oder so mal gucken? Ja, das ist ja mal interessant, ne? Aber man merkt sofort, wenn ein Spiel nur auf dem Gameboy erschienen ist oder systemexklusiv, dann merkt man natürlich, dass hier auch so ein bisschen mit der Technik gespielt wird. Was kann das System alles? Und dass auch so die Optik wirklich auf das System angepasst ist. Und von der Ego... Sicht gerade so und der Zurechtfindung fand ich das bis jetzt das Beste, was wir so aus Ego-Perspektive auf dem Gameboy gesehen haben. Ne? Wobei Faceball war echt nicht schlecht, muss ich auch mal dazu sagen. Aber so Days of Thunder war ja auch Ego-Perspektive. Das war dagegen wirklich mal ganz fies. Ja, ich kann aber... Okay, ich habe anscheinend nochmal ein paar Units, aber ich kann hier keine Karte oder sowas auswählen. Ah, hier ist nochmal eine Plattform. Da fahren wir doch mal drauf. Uah! Lass mich in Ruhe hier. Boah, also man hat hier keine ruhige Minute. Ne? Man muss hier wirklich ballern, ballern, ballern. Oh, 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 oh. Gott. So, ab auf die Plattform. Was haben die mir jetzt wieder zu erzählen? Ach, guck mal. Jetzt habe ich wieder eine Schildaufladung bekommen. Okay, das kommt ja genau zur rechten Zeit. Wow, 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 wow. Okay, der fiese Endboss. Sieht ein bisschen... Oh, bam. Den haben wir aber auch mal... Das ist ja nicht nur einer. Komm hier, fress die Bombe. Oh, ich habe keine mehr. Ja, soll ich jetzt mehr davon alle machen oder was?
Ja, da kommt immer nur so ein Power-Ding raus. Das bringt mir jetzt aber wenig. Ich bräuchte, glaube ich, wieder eine Bombe. Da unten ist wieder eine Wand. Oh, 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 oh. Na, obwohl. Jetzt haben wir anscheinend schon mal die Dicken alle erledigt. Meine Güte, das ist aber auch hier. Ich glaube, wir müssen wieder durchs Höhlensystem. Scheint mir zumindest so. Da gab es jetzt kein richtiges Weiterkommen. Ich muss erstmal eine Bombe finden. So, da ging es irgendwie darüber. Fahren wir mal. Wobei, wo ist er? Der fiese Geselle. Da. Ey, echt nicht schlecht. Macht richtig Bock, muss ich direkt mal sagen. Cooler Tipp von Böhmev. Ja, das sind so Spiele, die hätte ich mir wahrscheinlich normal nie angeguckt, weil nie in Europa erschienen. Und so mein Sammlungsschwerpunkt, wo ich auch zugeben muss, ich muss mal wieder was sammeln. Wo ist denn nur der Gegner? Der hängt mir eigentlich genau auf der Pelle, glaube ich, ne? Komm, wir bewegen uns mal ein bisschen zurück. Oder habe ich ihn erwischt? Hör mal vor. Gott, jetzt habe ich auf jeden Fall komplett die Orientierung verloren. Auch wenn wir da unten so ein... Boah, er hat mich zerstört. Auch wenn er mir eigentlich die unten den Kompass hat. Meine Güte, wie wirr rede ich denn heute? Tut mir leid, aber dieses Spiel lässt einem wirklich keine großartige Ruhe. Jetzt kommen wir hier aus so einem Loch raus. Was ist nur los? Anscheinend haben wir doch einen anderen Ausgang genommen. Jetzt werden wir hier umrandet von irgendwelchen lustigen Gegnern. Wow, wow, wow. Direkt mal auf die nächste Plattform. Da geht's wieder irgendwie weiter. Meine Güte, das war ein guter Tipp von Böhmev. Wie gesagt, ich müsste auch mal wieder was für die Sammlung tun. Ich habe das auch so bei meinen letzten Pickups gemerkt. Da war irgendwie nie Gameboy bei. Sehr, sehr selten. Höchstens mal ein Channel-Spende oder so. Ich muss wirklich mal wieder mit dem Chico und mit Leuten, wo ich gerne mal was kaufe, Kontakt aufnehmen und mal wieder ein bisschen was für die Sammlung eben tun. Ja, und da wurden wir wieder von den Schildern her aufgeladen. Und, ah, scheiße, falsches Steuerkreuz benutzt hier. So, wahrscheinlich wieder 3, 4 von den Viechern alle machen. Ich habe auch neue Bomben, weil natürlich, klar, gerade ist ja mein Panzer kaputt gegangen. Ja, und so ackert man sich hier irgendwie durch. Nur wo ist denn hier der Life-Core, den ich zerstören soll? Ich würde ja eigentlich ganz gerne das erste Level beenden, aber ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich ein Level ist oder ob das quasi ein so eine riesen Open World ist, die man hier begeht. Okay. Anscheinend ist hier drin der Life-Core. Da bin ich doch mal gespannt. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Wir bewegen uns einfach mal weiter nach vorne. Oh. Das ist dann wohl der Life-Core. Okay, wie soll ich das denn machen? Ich kann mich ja nicht so richtig nach links und rechts bewegen, um diesen Schüssen auszuweichen aus der Ego-Perspektive. Ich kann ja da vor allem das Steuerkreuz bewegen. Aber wir bewegen uns wieder direkt da rein. Ich werfe direkt mal alle Bomben dahin. Da ist er zerstört. Nach 2 Bomben ist dann wohl der Life-Core zerstört. Und liebe Leute, es tut mir leid, dass ich heute so hektisch hier geredet habe, aber das Spiel lässt uns ja wirklich keine großartige Ruhe. Aber gefällt mir richtig gut, macht Laune, ne? Man merkt, die Mundwinkel gehen nach oben. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Preis... Ach, guck mal, jetzt gibt es mal so eine Art Karte hier. So, jetzt machen wir erstmal Pause. Cool, coole erste Episode von diesem Spiel, die wir mal mitgenommen haben in diesen 10 Minuten. Da muss ich jetzt aber auch mal Pause machen und tut mir leid, dass wir nicht die anderen Spielmodi noch anchecken konnten. Aber ich denke mal, so die grundsätzlichen Modalitäten haben wir gesehen. Dritte Person, Ego-Perspektive, war alles gesehen. Sehr schön, guter Tipp. Und ja, auch so ein Spiel, was ich definitiv mal mitnehmen werde, wenn es mir über den Weg läuft, auch wenn es nicht in Europa erschienen ist, denn vom Preis muss man gar nicht so tief in die Tasche greifen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt zwar Leute, die möchten euch das sofort verkaufen für 80 Euro oder so oder für 30 Euro nur fürs Modul oder so, aber ich habe ganz, ganz viele beendete Auktionen gesehen, die noch nicht mal bei 1 Euro gelandet sind, weil das Spiel sehr unbekannt ist, ne? Also man kann das Spiel definitiv für einen Schnapperpreis mitnehmen, es muss nicht 1 Euro oder so sein, sondern rechnet mal mit irgendwas zwischen 3 und 10 Euro. Das ist definitiv ein fairer Preis. Das Spiel ist es absolut wert. Und Atlus ist ja auch ein Hersteller, der heutzutage noch gute Spiele auf den Markt wirft, ne?
Ja, ist ein schönes Ding. Gut, dass wir es uns mal angeguckt haben. Und lieben Dank an Böhmer für den Tipp. Falls ich es nicht irgendwie gerade zu Ende erzählt habe, check mal den Kanal von den beiden ab. Ich finde das wirklich sehr schönen Content mit Herz gemacht und ein sehr ausgezeichneter Spielegeschmack. Sie kommentieren zwar hier sehr selten, aber bei den Streams sind sie immer dabei. Und auch da, ja, ich denke, ich werde im Oktober endlich mal wieder streamen können. Ich bin selbst total heiß drauf, aber in letzter Zeit halt wenig Zeit gehabt. Aber dazu im Vlog wahrscheinlich mehr. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Klo. Und was im Laufe der Woche noch kommt, kann ich euch nicht wirklich versprechen. Denn ich arbeite nebenher noch an einem kleinen Projekt, was Ende des Monats dann auf euch zukommt. Ne? Könnt ihr schon so ein bisschen mit rechnen, was da in Arbeit gerade ist, wenn man mal so an den Ende Oktober denkt. Ne? Da gibt es natürlich mal wieder ein kleines Projekt von verschiedenen Kanälen. Aber ich will gar nicht so viel erzählen, deswegen bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen den Abzug für heute. Bis zum nächsten Mal. Immer schön schroff bleiben, kommen Sie wieder und bleiben Sie geil.